Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Mein Name ist Dr. Skill. Und in dieser Folge schauen wir mal, dass wir ein bisschen mehr Brandzauber benutzen. Ich habe vergessen, dass das ja eher hilft gegen die. Ah. Incendium. Excellium. Voltpullover. Vielleicht will Madame Bowman gar nicht wissen, was ihm wirklich zugestoßen ist. So einfach. Einfach nur ein paar Brandzauber gebraucht. Ja. Der Hauch der Toten ist hier wahrscheinlich eine Notiz. Ein Eintrag aus Bardolfs Tagebuch. Er belauschte ein Gespräch. Es ging um einen Plan, der mit ihm zu tun hatte. Dann machen wir das hier. Da ist die zweite Notiz. Ah. Schade. Hier werden Inferi erwähnt. Und dass Bardolf offenbar als nächster dran sei. Was? So, wo müssen wir denn hin? Moment, wo ist denn hier unser Punkt? Mach ich mal schnell. Den gerade nicht. Welche Richtung müssen wir denn? Aufträge? Wieder des Bruders. Eine Karte finden. Da runter, so ein bisschen nach links müsste ich eigentlich nur schauen, da müssten wir es sehen, hä? Ach ja, aha. War das schon die ganze Zeit da? Wolkenschwinge, los! Ärgerlich. Ich hab's nicht gesehen. Na ja, gut. Oh Mann. Sagen wir die Wahrheit? Müssen sie ja fast tun, ne? Okay, langsam. Na also, bitte. Das ist ein Ort wie aus dem Märchen. So. Ich hoffe, meinem Bruder... Madame Beaumont, ich habe Neuigkeiten zu Ihrem Bruder. Oh, bitte sagen Sie mir, er ist in Sicherheit. Oh. Ah, ehrlich sein. Leider wurde Bardolf in einen Inferius verwandelt. Und ich musste ihn töten. Was? Aber was bringt Sie zu der Annahme, dieser Inferius sei mein Bruder Bardolf gewesen? Das ist absurd. Er trug einen Wollpullover. Handgestrickt. Nein. Nein. Das kann nicht sein. Tut mir leid, dass ich keine besseren Neuigkeiten habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Madame Bowman. Was hätte ich denn noch tun sollen? Oh, Bardolf. Hört hier viel Musik hier an der einen Stelle. Oder euch geklaut? Bardolf, mein lieber, lieber Bruder. Oh. Neue Instrumente sind teuer, wissen Sie? Gut. Ja, da musste man einfach mal kurz hart und ehrlich sein, ne? Oh, was haben wir denn jetzt hier noch? Oh, das sieht auch edel aus. Warum nicht? Gut, jetzt schauen wir mal kurz im Inventar. Relativ langweilig Aufträge. Was haben wir denn noch so? To-to. Was ist noch dran? Mondsteine, finde und betritt die Höhle, finde Schmetterlinge im verbotenen Wald. Hört sich eigentlich ganz cool an. Da können wir mal schnell hinfliegen. So, auf geht's, Wolkenschwinger. Seien Sie doch nicht so geizig. Flieg, Wolkenschwinger! Flieg! Super. Funktioniert der Ast rein hier. Ein bisschen Wolkenschwinger müssen wir ja auch mal benutzen.
Ansonsten langweilt er sich ja noch da in seinem Gehege da drin. Aber es sieht schon sehr cool aus. Achso, wie... Ach echt? Bin ein bisschen enttäuscht. In welchem Gebiet sind wir denn? Das jetzt nicht geht. Da hätte ich einfach hier rechts rumfliegen können. Ja, hätte ich über den Berg fliegen müssen. So. Wird auf jeden Fall schon mal kein Fallschaden im Spiel, das ist schon mal gut. Und jetzt mal ein bisschen unsere Teleportfähigkeiten hier. Oh nein. Ah, kein Fallschaden im Spiel. Ach, wahrscheinlich deswegen konnten wir... Ja. War gleich durch hier. Und noch ein bisschen. Jetzt haben wir's. Mal Gas da runter. So. Merlins Prüfung, ja? Warum nicht? Eine können wir mal machen wieder. Was hast du diesmal für mich auf Lager? So, was müssen wir tun? Okay, lass mich denken. Confringo! Ja. Ah, sieht eher nach... Aha. Lass uns das mal so probieren. Accio. Nee. Rivelio. Doch. Accio. Das Schmetterlinge? Die sind aber auch noch hier. Das ist jetzt so. Das haben wir mit Feuer abgeschossen. Confringo! Da sind auch diese Windteile. Da ist nix. Doch nicht so leicht, wie ich es mir gerade erhofft habe. Levioso. Revelio. Sind auf jeden Fall alle ein kleines bisschen in der Erde drin. Ringardium Leviosa. Jetzt aber ist es schon mal nicht. Das kann ich mir jetzt aber auch schlecht vorstellen. Lazio. Ist ja ein Mondstein drin. Was hat's damit auf sich? Wir können auch nicht draufklettern, okay. Akio. Ne, auch nicht. Ein Sternschlauch. Okay. Also das wird was Einfaches. Ja, eben nicht. Dann kümmern wir uns erstmal um diese Schmetterlinge. Schmetterlinge im verbotenen Wald. Da sind sie. Oh. Sie hat sich das nicht ausgedacht. So weit, so gut. Miss Willard, sie bekommt noch ihre Antwort zu den Schmetterlingen. Alles mit Kobold-Kack. Der Auftrag wurde aktualisiert. Vielleicht durch das Wissen, was wir jetzt hier gerade dadurch kriegen. Ach, will die echt wieder nach rechts rüber? Oh, wo sind sie? Da sind sie. Was ist der Plan? Gehen hier hoch. Nehmen wir die Mondsterne hier mit. Acht Stück, besser wie nix. Und hier haben wir eine Truhe. Aha. Sieh sich das eine an. Sehr gut. Dann müssen wir wieder in die Richtung. So. Die
Prüfung habe ich nicht verstanden. Da bin ich wohl noch zu untalentiert für. Schauen wir mal, dass wir diesmal vorbeifliegen. So. Ach nee, das ist diesmal da drinnen. Okay. Lippensprung funktioniert nur im Videospiel. Wird hier nicht mehr Fallschaden. Oh, es gibt Fallschaden. Haben wir das nicht vorher mal ausprobiert? Boah, das erste Mal, dass ich diesen Screen sehe. Im letzten Checkpoint starten. Was war denn unser letzter Checkpoint? Ich wusste nicht, dass wir in dem Spiel echt Fallschaden erleiden können. Boah, ist mir ehrlich. Also, wir haben es ja vorhin probiert an der einen Klippe und es ist nichts passiert. Komisch. Gut, für das nächste Mal weiß ich's. Bin trotzdem ein bisschen baff. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Na gut. Sei es drum. Dauert ja sicher nur einen Moment. Das freut mich zu hören, Malte. Auch schön, dass du wieder da bist, Lenny. Wir haben gerade herausgefunden, es gibt Fallschaden in dem Spiel. Überraschenderweise. Wo war denn unser letzter Checkpoint? Ach hier, ja gut, das geht ja. Machen wir halt einfach mal so. Wenn der Kanal 400 Abonnenten erreicht, ist eine gute Frage, was ich mache, Lenny. Wahrscheinlich nur ein kurzes Short mit Danke. Da bin ich jetzt nicht so kreativ auf die kurze Zeit. Bin ja tatsächlich sehr kurz davor. Von daher wüsste ich jetzt nicht, was ich da groß planen könnte. Können wir mal was Größeres für die 500 und die 1000 und so weiter überlegen. Aber da habe ich, glaube ich, nochmal genügend Zeit. Das dürfte dann nicht zu schnell gehen. So, ich möchte gerne rein. Lass mich rein. Geht doch. So. Bitte sag, dass du eine Antwort für mich zu den Schmetterlingen hast. Hallo, Miss Willardsey. Was ist passiert? Hast du sie gefunden? Sie führten mich in den Wald und enthüllten einen Schatz. Oh, wie schön. Ich bin froh, dass du für deine Mühen belohnt wurdest. Vielleicht kann ich mich eines Tages dazu durchringen, in den Wald zu gehen. Fürs Erste bin ich einfach froh zu wissen, dass etwas so Schönes dort wartet, falls ich mich traue. Gut. Hier drüben. Hat sie zu sagen? Das ist anders als unser letzter Ausflug. Erinnere mich nicht. Der Gedanke an das Zelt bringt mich immer noch zum Kochen. Ich habe über diese armen Drachen im Kampfring nachgedacht. Die Halsbänder, die sie trugen, sie schienen aus Koboldsilber zu sein. Ich glaube, wir haben so ein Halsband in diesem Wildererlager gefunden. Ich habe noch nie erlebt, dass Wilderer so etwas benutzen. Der Drache, der meine Kutsche angegriffen hat, trug ein Halsband. Und Professor Fig war verblüfft von seinem Verhalten. Dieser Angriff kam mir immer ein wenig seltsam vor. Er kam scheinbar aus dem Nichts. Willst du etwa andeuten, dass die Halsbänder die armen Geschöpfe kontrollieren? Ganz genau. Bei Merlin. Ich glaube nicht, dass der Drache, den wir befreit haben, ein Halsband trug. Aber wir sollten nachsehen. Und wir sollten das Ei zurückgeben. Gute Idee. Wir müssen uns darum kümmern. Ich werde mich sofort damit befassen. Da wäre noch etwas. Ich wollte es vorher nur nicht ansprechen. Wegen mir hast du jetzt anscheinend mehr Ärger mit Victor Rookwood. Warum ist er hinter dir her? Rookwood arbeitet mit Ranrock zusammen. Und der will etwas, das ich bei Gringotts gefunden habe. Fig hatte einen Portschlüssel, der uns nach dem Angriff dorthin brachte. Es ist eine lange Geschichte, aber Fig bat mich, sie vorerst für mich zu behalten. Meine Güte. Das wirft sicherlich etwas Licht auf das, was wir im Zelt gesehen haben. Ich werde dein Geheimnis hüten, als wäre es mein eigenes. Ich werde nicht nach Einzelheiten fragen. Eigentlich muss ich auch los. Ich würde den Drachen gern so schnell wie möglich aufspüren. Ja. Ich sage Bescheid, wenn ich weiß, wo sie ist. Ja, aber auch noch eine Quest, oder was ist das? Achso, hier kann man nur was essen. Cool. Furchtbar, wenn Kreaturen auf diese Weise sterben. Aber Trolle haben in Hogsmeade nichts zu suchen. Hallo, Sirona.
Sie wollten, dass ich nach einer Freundin von Ihnen sehe, richtig? Ja, nach Dorothy Sprottle in Upper Hawksfield, nördlich von Hogsmeade. Ihr Mann Aiden ist kürzlich verstorben und sie braucht Hilfe beim Sammeln von Rohrklumpen. Und vielleicht finden Sie auch meine Briefe. War das nicht schon getan? Und ich dachte, das hätten wir schon erledigt gehabt. Na gut, sei es drum. Mit Blick auf die Uhr bedanke ich mich wieder recht herzlich bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein. Bis dahin. Ciao, ciao.